Einen wunderschönen guten Tag zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir darüber, wie es denn den Marketingentscheidern in den deutschen Unternehmen rund um das Thema Lockdown und Updown, Krise und nicht mehr Krise geht. Neben mir die Frau Geschobelt, Analystin von iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber und Zukunftsforscher. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Frauke, was sagen denn die Marketingentscheider momentan zur aktuellen Situation? Was ist sie gefragt? Wir haben die Dialog-Marketing-Agenturen befragt, etliche, wie denn so das Stimmungsbild ist bei den Kunden. Und das ist natürlich sehr differenziert. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Branche man gerade sich bewegt. Beim E-Commerce gibt es quasi Luxusprobleme zum Teil. Die reduzieren teilweise schon wieder Werbebudgets, weil sie einfach, die Lager sind leer. Und weil das Geschäft einfach so geboomt hat. Und dann völlig andererseits stocken sie aber in anderen Bereichen auch total auf. In anderen Branchen, stationärer Handel und so, ist es natürlich schwieriger. Die fahren es zurück, viele fahren nur auf Sicht, sind sehr vorsichtig. Was auch auffällig ist, während im ersten Lockdown jetzt eher die Neukundengewinnung im Fokus stand, ist es jetzt auch eher so die Bestandskundenpflege. Es hat sich da so ein bisschen etwas gewandelt, dass man einfach versucht, die Kunden, die man noch hat, dann einfach zu halten und mit denen im Dialog zu bleiben und im Kontakt zu bleiben. Und da bietet natürlich das Dialogmarketing vielfältige Möglichkeiten. Aber es ist natürlich ein sehr differenziertes Bild und es wird sich natürlich, hängt auch davon ab, wie sich es jetzt weiterentwickelt, wie es den Kunden dann weiterhin geht. Und ja, das merken natürlich auch die Dialog-Marketing-Agenturen, die natürlich auch die Einbußen zu spüren bekommen haben, die es ja teilweise bei den Werbebudgets gab. Gibt's, also gehen die Budgets hoch, gehen die runter? Verschiebt sich das von klassischer Online-Werbung oder programmatischer Werbung Richtung Dialog oder umgekehrt? Gibt es da Aussagen zu? Ja, das ist natürlich auch unterschiedlich je nach Branchen. Es natürlich verschiebt sich sehr viel mehr in die digitalen Kanäle. Das ist ja ein grundsätzlicher Trend, der sich im Dialogmarketing, ist natürlich auch logisch. E-Mail-Marketing hat sicherlich eher profitiert. Social Media Management wird auch mehr nachgefragt. Aber auch der haptische Kanal bleibt durchaus wichtig. Also es gibt da schon auch einen Trend, den man so beobachten kann Richtung Programmatic Printing, dass man einfach sehr stark auf die Effizienz setzt, dass man auf die individualisierte Ansprache setzt. Marketing-Automation wird wichtiger und dass da schon auch Investitionen in diese Richtung gehen, weil einfach die Effizienz noch sehr viel wichtiger wird. Personalisierung ist ein Trend, der quer durch alle Kanäle einfach immer bedeutsamer wird und deswegen steigt auch der Bedarf an Beratung rund um das Thema Marketing-Automation, Marketing-Cloud. Das ist schon sehr wichtig, das berichten alle Dialog-Marketing, Kundenbindungsmaßnahmen, auch Neukundengewinnung, aber vor allem die Beratung, auch wie man diese Systeme, wie man das alles integriert, wie man das in die CRM-Systeme reinbringt. Also das ist schon ein Trend, den man sehr stark beobachten konnte in diesem Jahr, der schon einfach länger ein Trend ist, aber das setzt sich jetzt nochmal verstärkt durch, weil das Thema Effizienz im Dialogmarketing einfach noch so viel wichtiger wird. Das sollte also insgesamt eher gut sein für die Agenturen, dass die also mehr zu tun haben als vor dem Aufkommen von Corona, oder haben die Schiss? Also einiges wird natürlich, verlagert sich mehr in diese Richtung. Andererseits sind viele Kunden auch eben vorsichtig und buchen dann nicht mehr in dem Volumen wie vorher oder auch einfach immer ein bisschen zielgerichteter. Das Stimmungsbild ist auch bei den Agenturen durchaus differenziert, aber die sagen halt, es gibt so eine Aufbruchsstimmung, es gibt so eine Lust, auch einfach etwas endlich wieder zu tun. Aber wenn man halt einfach gerade durch den Lockdown gezwungen ist, sein Geschäft zum Beispiel zu schließen, ist natürlich schwieriger. Eine Expertin hat gesagt, liegt so ein gewisser Frühlingsduft in der Luft, also eben auch bei der Stimmung. Also die sind so irgendwie so kurz vor der Startlinie, würden jetzt gerne wieder loslegen, aber es ist halt einfach noch alles so unsicher und es fehlt auch teilweise einfach das Geld. Und deswegen ist das Stimmungsbild so abwartend noch auf vielen Ebenen. Wir warten also ab. Also interessant ist das ja, wenn ich das, was du mir jetzt erzählt hast, mit den SEO-Agenturen vergleiche. Wir hatten ja hier vor einigen Wochen uns darüber unterhalten, wie es eigentlich den SEO-Agenturen, den Suchmaschinenoptimierern geht. Da gibt es eine Sache, die ist ähnlich, nämlich das Thema Consulting, das Thema Beratung. Auf der anderen Seite, da gibt es deutlich auch den Trend hin zu neuen Geschäftsfeldern. Die SEO-Agenturen hatten damals gesagt,
sehr stark gehen die gerade in die lokalen Märkte, lokale Firmen, die machen sehr viel mehr im Bereich Content Marketing und vor allem im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen, also weg von den großen Etats. Gibt es ähnliche Tendenzen vielleicht bei den Dialogagenturen oder anders gefragt, was machen denn die Agenturen jetzt außer warten? Also warten tun sie nicht. Die investieren natürlich auch sehr stark in ihre eigenen Systeme, in ihre Software, in ihre Beratungsleistung natürlich. Also die warten nicht ab, dass sie jetzt sitzen und schauen jetzt, dass der Corona-Lockdown vorbei ist, sondern die sind sehr rührig und versuchen auch ganz nah an ihren Kunden natürlich dran zu bleiben. Und investieren eben auch in neue Geschäftsfelder, sie eben auch versuchen im Bereich Marketing-Automation einfach ihre Systeme immer weiter zu verbessern, in ganz neue Lösungen anzubieten. Also da passiert eine Menge. Gerade auch im Bereich Programmatic Printing gibt es ja eine große Entwicklung, dass eben auch dieser Printkanal irgendwie in die Systeme angeschlossen wird. Im Digitaldruck passiert eine Menge, weil es ist natürlich auch so, in der Corona-Krise, viele Leute sind zu Hause, der Briefkasten als Touchpoint ist schon auch ein wichtiger Kanal, den auch viele wieder neu entdeckt haben, gerade im E-Commerce. Und da passiert natürlich eine Menge. Und auch natürlich schaut man sich auch an neue Kundengruppen an. Also die haben eine Menge zu tun und sind aber auch sehr zuversichtlich. Also stellen sich ganz neu auf und oder stellen sich halt einfach noch ein bisschen spezialisierter zum Teil auf und sehen da einfach ganz zuversichtlich eine Zukunft. Und es kommt darauf an, viele haben auch immer E-Commerce-Kunden, da ist es ja auch richtig gut gelaufen, ne? Also muss man sagen. Also die Dialogagenturen sind ja auch die, also die Bandbreite ist ja inzwischen relativ breit. Also früher war das ja klar, das waren die Agenturen, die irgendwelche Postmailings gemacht haben, aber inzwischen findet man dann natürlich die Influencer-Agenturen, man findet natürlich auch die alles, was im Bereich Social Media unterwegs ist, alles, was im Bereich E-Mail unterwegs ist. Das heißt, dieser ganze Bereich des 1-zu-1-Marketings ist ja nach wie vor ein großes Thema, aber die Bandbreite ist natürlich auch deutlich breiter geworden, als wir das noch vor 5 oder 6 Jahren hatten in diesem Umfeld. Was stimmt vielleicht auch der Begriff Dialogmarketing nur noch so am Rande? Also da gibt es sicher auch Unterscheidungen, also Überschneidungen Richtung klassischer Digitalagentur, also die natürlich auch ähnliche Dinge tut, die sich absolut, da vielleicht auch noch anders nennt. Was sind denn die größten Herausforderungen im Bereich Dialogmarketing? Was machen denn die Kunden? Die warten ja auch nicht nur, sondern die müssen ja auch Dinge tun. Ja, also natürlich, die Datensilos sind ein großes Thema. Also viele Dialogagenturen empfehlen zum Beispiel auch ihren Kunden, die vielleicht jetzt nicht gerade so richtig loslegen können, ihre Daten anzuschauen, vielleicht sich da schon ein bisschen darauf vorzubereiten, es bereinigen. Man kann die Zeit ja auch nutzen, ne? Also vor allen Dingen, man sollte auch mit seinen Kunden trotzdem im Dialog bleiben, im Kontakt bleiben. Da bietet Dialogmarketing ja auch recht kostengünstige Kanäle, aber die Daten müssen stimmen. Die Herausforderungen sind natürlich First-Party-Daten, Cookie-Diskussion, die Corona-Folgen, das Konsumverhalten hat sich ja auch verändert und man sollte eben die Zeit jetzt auch nutzen, seinen Kunden vielleicht wieder ganz neu kennenzulernen, die Consumer Insights nochmal zu überprüfen, weil es hat sich viel, viel verändert, was auch sich nachhaltig wohl verändern wird und diese Zeit sollte man auch einfach nutzen, die man jetzt vielleicht doch ein bisschen zwangsweise übrig hat, um eben vor allen Dingen seine Daten zu reinigen, um zu schauen, wie man die Datensilos aufbrechen kann und das alles nochmal ein bisschen vernünftiger zusammenzuführen. Und ja, das ist bestimmt eine der großen Herausforderungen. Und alles, was sonst auch alle betrifft, alle Marketinggattungen, ist natürlich auch im Corona die Cookie-Diskussion. Aber auch der Brexit betrifft ja auch viele Kunden. Also es gibt da schon eine Menge, was auch in den nächsten Monaten und zu tun ist. Aber man kann sich jetzt auch zum Teil eben schon darauf vorbereiten. Also das Thema Datenqualitätsmanagement, das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema. Das ist das Thema. Das ist so eines der ungeliebten Kinder im Marketing. Ich halte das für ein ganz, ganz, ganz zentrales Problem, das man tatsächlich lösen muss, das auch die Marketingabteilungen lösen müssen, zusammen mit ihrer IT, weil es heißt ja immer Garbage in, Garbage out. Und ich kann die noch so schlauste künstliche Intelligenz auf irgendeine drauf setzen. Ich kann einen wundervollen Personalisierungsalgorithmus haben. Wenn die drunterliegenden Daten Schrott sind,
macht das System halt einfach Schrott. Und das macht das an ganz, ganz vielen Stellen. Ich kriege das ja als Kunde immer wieder mit. Da ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Konsistente Daten. Es entstehen ja auch immer wieder neue Silos. Jetzt in den Digital-Marketing-Kanälen, wo dann jeder so auch so sein eigen Ding tut. Also ich glaube schon, dass das so ein ganz, ganz großes Thema ist. Und was wir beim Hightex-Verlag ja auch feststellen, ist, dass wir, wenn wir mit Marketingabteilungen reden, bei uns das Thema Lead-Generierung gerade im B2B-Umfeld ganz, ganz oben ansteht. Mhm. Wir haben erst ja diese Woche mit einem 500 Teilnehmer eine große digitale Kongressmesse durchgeführt. Das ist ja auch Lead-Generierung für eine ganze Reihe von Unternehmen. Da gibt es natürlich auch momentan viele Ansätze, die man da machen kann, gerade weil natürlich auch klassische Kanäle fehlen. Es fehlt natürlich die Messe, es fehlen die Events, es fehlen alle Formen von Veranstaltungen, von Outdoor. Das heißt, ich muss ja viel, viel auch digital machen. Und da manchen Unternehmen fehlt es da tatsächlich auch an Kompetenz. Und ich muss auch sagen, es fehlt auch manchen Agenturen da noch an Kompetenz, die halt so in ihrem Beritt unterwegs sind, aber da auch nicht lang nach links oder nach rechts gucken. Der Beratungsbedarf in dem Bereich ist einfach sehr groß. Und aber es zeigt eben auch, wenn man sich beraten lässt, dann hat man einen Teil des Problems ja schon verstanden oder fängt zumindest an, dieses Problem zu lösen. Und das ist ja schon mal gut. Gibt es Aussagen aus diesem Dialogumfeld, wie es mit Thema Ausbildung, mit dem Thema Weiterbildung, mit dem Thema neue Mitarbeiter weitergeht? Oder warten die jetzt auch alle darauf, dass irgendwann das Wetter besser wird? Also das haben wir jetzt nicht explizit abgefragt, aber also ich denke mal, sie bereiten sich halt eben auch darauf vor, dass es irgendwann jetzt mal wieder besser wird und dann wird das sicherlich auch sich beim Personal bemerkbar machen. Ob sie jetzt gerade wirklich in dem Moment groß einstellen, ist natürlich die Frage, in welchem Bereich was gesucht wird. Ich meine, KI ist auch ein Thema im Dialogmarketing. Im digitalen Bereich werden Experten immer gesucht. Also das bleibt natürlich ein Thema und der War of Talents ist natürlich in dem Bereich auch enorm noch. Aber es gab ja vor kurzem, der ZRW hat ja vor kurzem eine eher erschreckende Bilanz vorgelegt, wie sehr der Stellenmarkt auch eingebrochen ist, zum Teil in der Werbebranche. Wir können nur alle zusammen hoffen, dass es irgendwann auch wieder besser wird. Aber es ist ja irgendwie Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und dann hoffen wir, dass die Bilanz im nächsten Jahr dann doch positiver ist. Und dann hoffen wir, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht der entgegenkommende Zug ist. Genau. Schön, dass Sie wieder zugehört haben. Die Links, die Charts, alles zum Thema finden Sie wie immer unten. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.